Hallo, hier ist wieder der Brandon von PWPlayD und ich begrüße euch zurück zu einer neuen Folge Minecraft Daily. Wir haben hier im Haus, in unserem kleinen Unterschlupf, möchte ich lieber sagen, also Haus ist es nicht, haben wir so eine kleine Hühnerfarm uns zusammen... Ah, das ist ein Monster, das kann jetzt nicht pennen. Ah, ist das scheiße. So eine kleine Hühnerfarm uns angelegt. Die züchten wir jetzt immer weiter, das ist nämlich eine schöne Nahrungsquelle. Und wir bauen uns jetzt erstmal ein neues Schwert. Unseres war kaputt. Und dann. Ich brauche. Ja. Kommt mal her, kommt mal her, kommt mal her, kommt mal her, kommt mal her. Oh. Jetzt springt doch nicht schon wieder alles in die Luft. Scheiße. Bedepperten Creeper immer, ey. Ich hasse die. Ich kann das ja auch, glaube ich, ausstalten, ne? Oder Server wie das, glaube ich. Kann man das irgendwie ausschalten, dass die immer die halbe Landschaft zerlegen? Also, dass die im Prinzip keinen Schaden machen, wenn die explodieren. Ist aber total doof auch, muss ich ehrlich sagen. Und klar nerven die Viecher. Aber... dann brauche ich auch keine Monster zu aktivieren. Dann kann ich auch direkt auf leicht spielen. Wenn mich das nervt, wie die agieren. Ne? So. Zack rein. Das Ei. Können wir schmeißen. Und dann kommen wir ins Bett. Ha! Dann wird es nämlich wieder hell. So. Heute ist Weihnachten, liebe Freunde. Ich weiß nicht. Ich hoffe, ihr seid gut beschenkt worden. Ich guck mal, ob ich meine Hühnchen hier schon wieder beschenken kann. Wachse! Jetzt habe ich hier so eins mit Sternen und die anderen kann ich nicht. Kann ich nicht sternen. Das ist ja blöde. Wachse! Das geht nicht, ne? Nee, ich möchte eigentlich keinen Zaun machen. Ich habe gerade überlegt, ob ich einen Zaun bauen soll, damit ich hier ein bisschen abschirmen kann. Möchte ich aber eigentlich nicht. So, ich habe auch, so. Das ist okay, nix. So. Dann haben wir hier unsere kleine Brücke, genau. Unser provisorisches Brückchen. Da ist eine Hexe. Die wird jetzt verrecken. Verrecke! Hier kommt dein zur Strecke bringer! Woo, was hat die gedroppt? Ich sagte, was hat die gedroppt? Nichts gedroppt. Bin enttäuscht. Dafür habe ich jetzt eine Hexe getötet. Mann. So, hier haben wir uns eine kleine Farm angelegt. Eine Farm angelegt. Mann! Das Gras muss weg. Gucken wir uns mal Schilder bauen und das schon ein bisschen ausschildern hier. Weil ich will ja hier auch nicht. Da bin ich ehrlich, ich möchte jetzt auch nicht für mein Lager quasi, also meine Basisstation hier, für allen Scheißen einen Waypoint anlegen. Also das finde ich, hatte ich dann auch übertrieben. So, dann bauen wir uns noch mal Schilder. 6 Stück kriegt man, glaube ich, immer, ne? Ne, 3. Okay, dann mal 6. So, dann mal 9. Ja, komm, auch mal 12. Zip, zip, zip. Zip. So. Machen wir mal hier ein paar Bretter. Das Schild. Stellen wir das mal da unten hin. Wie konnte man das nochmal machen? Da. Irgendwie war das besser.
Oh, ich habe Screenshots gespeichert hier mit irgendwas. Ah, ich glaube, dies hat sie. Ist das ein Screenshot? Ja, Tatsache. Sollte ich mal umlegen. Brauche ich ja im Prinzip so ein umgedrehtes V, ne? Das ist ja im Prinzip das, aber das ist mir eigentlich zu klein. Das erkenne ich ja im Leben nicht. Und deswegen weiß ich jetzt nicht, was ich da machen soll. Also, aber einfach jetzt. Zu den Farmen. Ja, was auch immer. Ist ja egal, es ist ja nur ein provisorisches Schild. So, jetzt muss ich mal kurz hier Optionen, Steuerung, Mob-Symbol, ach, Kartensteuerung, okay, das brauchen wir nicht. Spiele auflisten, Sprinten, Block, ist alles gut. Screenshot. F2, das hab ich doch da gar nicht. Ja. Wieso macht der dann da einen Screenshot? Das ist doch hier nur mal belegt worden. Naja. Okay. Okay. Zurück zum Spiel. Macht der das jetzt immer noch? Ja, macht er immer noch. Scheiße. Keine Ahnung, warum so ist. Versteh's nicht. Naja. Ist ja auch eigentlich egal. Da ist unser kleiner Unterschlupf. Wir erkennen das. Wir wissen, dass das da unser, dass es da zu unserem Unterschlupf geht. Zum Unterschlupf. Aber jetzt habe ich schon Schilder gemacht, jetzt nutze ich die auch. So sieht's nämlich aus. So. Ein bisschen Hühnchen futtern. Dann möchte ich auch gerne noch mal ein paar Fackeln haben. Denn wir haben nur noch 6 Stück. Die gehen langsam zur Neige. Erde. Da haben wir genau die Steine, ja. Da wollte ich... Die können wir direkt schon. Können wir verarbeiten. Alle. Obwohl nicht alle... Ja doch. Uni. Muss mal kurz überlegen. Was kann man aus Steinen alles machen? Können wir hier... Können wir Steinstufen bauen. Ne, genau. Wir machen das jetzt. Wir machen die jetzt alle. Moment, jetzt habe ich es irgendwie verkackt. So. Zack. Und alles zu Steinen. Aber 64 von diesen Ziegeln. Steinziegel. Und mal gucken, was wir damit jetzt machen. Würde ich mal sagen. Hier. Da. Auch so. Genau. Der Seite auch. Der Eingang, würde ich mal sagen, ist auf der Seite, oder? Aber wir können auch hier einen Eingang machen. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. 3, 4, so. Ja, ich würde hier schon... Ich glaube, ich würde hier vorne tatsächlich den Eingang machen. Oder hier an der Seite, könnte man auch machen. Aber, wenn ich jetzt, warte mal, wenn ich jetzt hier die 2 wegnehmen würde. Nee, das machen wir nicht. Wir lassen das so, wie es ist, genau. Hat was mit Fenstern auch zu tun. So viel kann ich schon mal verraten. Da muss ich mal überlegen, wie hoch muss das? Das reicht irgendwie, wenn das so hoch ist, oder? Denke schon, ja doch. So. Guck mal nämlich oben. Also dann hätten wir nicht so viel Material. Und die Idee war nämlich jetzt eigentlich, kann ich euch schon mal erzählen, dass wir dann hier quasi jetzt so einen Querbalken rüberziehen. Gefällt mir das so?
Könnte auch gut sein, dass ich nachher nochmal alles abreiße und einfach komplett neu baue. Es wäre nicht das erste Mal. Also ich bin bei Häusern sehr, sehr wählerisch. Ich habe eine schöne Idee, was ich machen möchte, aber wie das von außen aussieht, das weiß ich noch nicht genau. Oder aussehen soll, dann in dem Fall. Müssten ja hier auch noch Steine hin. Könnte man hier jetzt Fenster einbauen? Also Viererfenster. Das ist so ein, eigentlich so ein Standardhaus, ne? Das ist schon irgendwie blöd. Ich würde auch gerne mal was Kreativeres machen, aber ich habe einfach auch da nicht die kreativen Ideen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, ich werde es erstmal wieder einreißen. Das gefällt mir nämlich irgendwie nicht. Noch mehr Spitzhacken, okay. Gefällt mir irgendwie gar nicht, weiß auch nicht. Da würde ich mir lieber so einen Hexenturm bauen. Magierturm. Ich habe auch keine guten Ideen für so Häuser. Ich kann sowas auch nicht. Bin auch nicht. Ich kann auch keinen guten, nicht gut Häuser bauen. Bin da kein Spezi drin. Also ich gucke mir gerne so Häuserbau-Videos an. Auch tatsächlich. Oder wenn andere Leute dann durch ihre Welt gehen und dann ihr Haus bauen oder ihr Haus zumindest zeigen. Weiß nicht, ob er vielleicht, ob er. Ja, ich. Nee, ja doch. Ich weiß nicht, ob ihr zum Beispiel die Damakasch kennt. Die ist ja bei The Village zum Beispiel dabei. Das hat der Marder LP so mehr oder weniger ins Leben gerufen. Und und da geht die zum Beispiel immer rum und zeigt am Anfang immer erstmal alle Häuser. Oder alles, was neu ist. Alle Häuser ist jetzt Quatsch, aber alles, was so geändert wurde. Das ist sehr cool. Da habe ich mir das Haus von der zum Beispiel angeguckt, was die gebaut hat. Ist sehr cool geworden, finde ich. Also da habe ich auch eine Idee, die ich schon übernehmen möchte. Habe ich aber auch angekündigt. Also ist alles kein Problem. Muss man in Zeiten von Tweetklau und Co. muss man das ja auch erwähnen. Oh Gott, Tweetklau, ey. Furchtbar. Kennt ihr diese Leute, die sich darüber aufregen, dass ihre Tweets bei, also ihre Posts bei Twitter geklaut werden? Das ist ein Skandal. Also. Sollte man sofort alle ins Gefängnis sprengen, diese Tweet-Klauer. Wirklich wahr. Also da führt echt kein Weg dran vorbei. Ah, bauen wir hier den Kram ans Ende ab. Habe ich eben noch einen Satz gehabt? Ich weiß es gar nicht. Ich musste kurz nochmal was schneiden. Ihr seht das immer schön an diesem Menü hier. Weil ihr habt ja bestimmt gehört, das Telefon hat geklingelt. Ja, und wenn keiner zu Hause ist, dann muss ich doch tatsächlich am Telefon gehen. Am Telefon gehen. Dann muss ich doch tatsächlich ans Telefon gehen. So. Das habe ich getan. Deswegen weiß ich nicht mehr, was ich eben geredet habe. Ist aber nicht so schlimm. Also wir bauen auf jeden Fall hier unser Haus nochmal neu. Ich glaube, die Folge ist auch so gut wie am Ende jetzt. Müsste ja auch Weihnachtstagsfolge schon wieder sein. Also braucht man die auch nicht so überziehen, weil ich glaube, an Weihnachten hat eh nicht so jeder richtig Bock, irgendwie was zu gucken hier. Oh, da müssen wir mal schauen, was wir denn bauen. Ich bin da ja, wie gesagt, habe ich. Ach genau, da habe ich drüber, glaube ich, gesprochen. Bin da nicht so kreativ, was so Bauten angeht. Muss ich mir nochmal ein paar Überlegungen ranziehen, glaube ich. Ich stecke mir trotzdem mal hier in das Gebiet ab. Eins, zwei. Nee, Moment. Nee, das lassen wir auch. Ich guck mal, da, ich überlege mal was Schönes, was wir bauen können für die nächste Folge. Und jetzt gehe ich erstmal wieder zurück hier in meine, ja, meinen Unterschlupf, ist glaube ich genannt, ne? Und dann werde ich gleich die Hühner füttern, damit die sich nochmal vermehren. Hoppla. Zack, zack, zack. Keine Eier. Keine Küken. Ja, du hast jetzt halt Glitten, ne? Kommt halt nicht aus. Da machst du nix. Blume, Blume, Hirn, Pfeil. Was macht meine Farm? Kann ich. Ja, kann ich sehen, okay. Ich habe ja überlegt, ob ich mal Optifine installieren soll. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt in einer Folge war, die ich in der alten Welt noch hatte und habe darüber gesprochen. Oh, das ist jetzt ein bisschen verwirrend tatsächlich für mich. Und für alle, die jetzt nicht wissen, worüber ich rede, Folge 7.
Da habe ich drüber gesprochen, dass ich ne. Ah, okay. Achso, nee, das sind zwei hoch. Da habe ich drüber gesprochen. Ich hatte mal vorher noch eine Welt und da musste es leider meine Festplatte abgeschmiert. Deswegen musste ich da nochmal neu anfangen und die Welt tauschen. Und ja. Deswegen sind wir jetzt in dieser Welt. Und. Das brauchen wir auch nicht mehr erstmal. Stein. Mal auch mal weg. Ja. Und, ja, genau. Ich hatte vorher schon eine Welt. Und da hab ich zwei Folgen aufgenommen. Da ist mir meine Festplatte, wollte ich dritte aufnehmen, da ist mir meine Festplatte abgeschmiert. Das heißt, ich muss dann eine neue Welt anfangen. Und die beiden Folgen waren natürlich weg. Und ich weiß natürlich nicht, ob ich jetzt über bestimmte Sachen da in der Folge gesprochen oder in den Folgen gesprochen habe. Oder ob das hier in den neuen Folgen da war, in dieser Welt. Ah, das ist immer alles ein bisschen verwirrend, auch für mich jetzt gerade noch. Und ja. Deswegen, ich würde jetzt auch sagen, ich mache jetzt hier auch gar nicht mehr weiter. Und ich habe da, genau, weshalb ich da drauf gekommen bin, bevor ich jetzt die Folge beende. Ich habe ja über Optifine gesprochen. Da könnte ich nämlich jetzt hier zum Beispiel Zoom drücken und dann könnte ich gucken, ob das gewachsen ist. Das ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Also ich werde da mal gucken, ob ich das nicht wirklich installiere, weil ich finde das eigentlich ganz cool mit diesem Zoom. Und ja, werde ich mir zur nächsten Folge überlegen. Genauso werde ich mir überlegen, wie ich mein Haus bauen werde. Und ich hoffe, ihr habt noch weiterhin schöne Weihnachtstage, vielleicht Ferien oder Urlaub. Und genießt das. Ich selber habe auch Urlaub. Und ich wünsche euch noch schöne Feiertage und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es wieder heißt Minecraft Daily. Woo! Bevor ich jetzt die Folge endgültig beende, vielleicht habt ihr noch eine gute Idee, wie ich mein Haus bauen könnte. Wenn ihr ein Tutorial dafür habt, ist es noch viel besser. Ob das jetzt euer eigenes ist oder von jemand anders, verlinkt das am besten in den Kommentaren. Und schreibt da auch mal, was ihr von Optifine haltet. Also ob ihr das selber nutzt oder ob ihr das blöd findet und wie, was und wo und überhaupt. Ja, und dann würde ich sagen, das war es jetzt auch wirklich endgültig. Bis zur nächsten Folge, der Brennen. Tschüss!